Hi, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zur Pokémon Black and White Nuzlocke Challenge. Mit mir Sephiron, heute. bin ich ein bisschen demotiviert, muss ich sagen. Wir haben uns letztes Mal in die alte Kanalisation begeben und endlich mal wieder ein paar Encounter bekommen. Nur, das Problem ist, dass es hier ganz, ganz gemeine Wichser hier unten gibt, die uns zerstören wollen. Und tja, wir haben unsere beiden Encounter, die wir, gefunden haben, verloren. Weil, X-Spezial, Hashtag Komprimator, es ist so unfair, Alter. Ja, auf jeden Fall haben wir die letzte Folge ganz knapp überstanden. Wir hätten, ja, die Nuzlocke wäre fast vorbei gewesen, Freunde. Schaut euch mal den Scheiß an, Alter. Wie viele Poisons die bekommen haben, einfach wieder. Alright, ich werde jetzt mal mit Chiquita leaden, einfach weil ich alles und jeden wegknallen will, bevor er irgendwie eine Möglichkeit hat, sich aufzusetzen, weil ich sehe da schon wieder eine Forscherin und die sind immer ganz, ganz gemein. Ich will aber, ja, ich will neuen einsetzen. Dankeschön, ich will aber zuerst mal Granitstein. Hey, den Granitstein hätten wir unserem Smash geben können, aber nein, es ist gestorben. Oh je. Naja. Okay, wir müssen uns damit abfinden, Freunde. Jetzt haben wir halt wieder keinen Encounter für die neue Arena, aber in Ordnung. Wir haben gute Pokémon am Start, ne? Mit denen wir arbeiten können. Toxapex. Hey, cool! Nice! Jetzt hätte ich Vulcano vorne gehabt und jetzt ist da wieder so ein blödes Ding. Naja, okay. Das one-shottet einfach trotzdem fast, Digga. Yo, was wollt ihr beschissenen Fick-Wichser tun, Alter? Hä? Kleinen Bastarde, ey. Ey, diese Forscher, ne, mit ihren X-Items die ganze Zeit. Ey, zum Glück ist dieses Terrybark so OP, Mann. Chiquita, MVP. Calliope, Forscherin Calliope. Achso, Smogon kommt rein. Schauen wir mal, was so eine Rückkehr tut. Boom, das ist ein defensives Pokémon. Und es one-shottet fast. Krass. Yo, also, ne? Jetzt werde ich einfach nur mit Chiquita das Game clearen. Kurz mal durchrennen mit Chiquita. Und alles und jeden vernichten. So, Level 20. Dankeschön. Alter Schwede. 43er Bizeps. Also ab jetzt, jedes Mal, wenn ich Forscher sehe, werde ich mich auf X-Items vorbereiten. Ohne Scheiß. Die haben mir so oft schon in die Suppe gespuckt. Das ist mega heftig. So, alright, jetzt haben wir hier noch ein was? Ein Wanderer? Ist das ein Wanderer? Ich switche mal zu Würmler. Würmler hat mittlerweile noch einen besseren Verteidigungswert als vorhin. Eben schon. Es ist zwar physisch offensiv nicht so unglaublich krass gewachsen. Das kommt wahrscheinlich erst in der zweiten Entwicklung. Aber dafür defensiv hat es ziemlich krasse Sprünge gemacht. Schauen wir mal. Wenn du Kiesling oder so hast, dann GG. Oh, das ist ein Terrybark. Okay, Level 20. Ja gut, ich glaube nicht, dass mich so ein Terrybark einfach one-shotten kann. Ich gehe mal auf den Käferbiss. Ne, Käferbiss, Stab, Boots, wir outspeeden, lol. Biss. Das ist nicht Stab. Und wir haben Überreste. Was mir auf jeden Fall gefällt, ist, dass die Überreste und so relativ schnell getriggert und gedingselt werden. Ich setze mal Schutzschild ein, einfach weil ich es kann. Ne, einfach weil Überreste und so. Tackle, jetzt kommt der Tackle. Setz doch mal wieder Biss ein. Biss ist nicht Stab, mein Freund. So, ich gehe nochmal für den Käferbiss. Boots. Kraftschub. Yo, zum Glück outspeede ich, ne? Zum Glück outspeede ich. Ich könnte jetzt nochmal für die Überreste gehen, aber ey, scheiß drauf. Wir gehen für den Käferbiss. Töten das Terrybark. Boots, das war's. Ja, also, wow, das hat EP gegeben, mein Freund. Fast so viel wie das Ordoch auf Level 13, was eigentlich mega krass ist, ne? Dass ein Ordoch auf Level 13 mehr EP, mehr EP gibt als ein Terrybug. Okay, ich will noch einen Schutz einsetzen. What the hell, wie komme ich da hoch? Ah, Stärke.
okay, also anscheinend kann man nur von der anderen Seite hierher kommen, weil das irgendwie nicht klappen will. Okay, ja gut, dann haben wir es jetzt gesehen, wir haben die Kanalisation erkundet und auch den alten Fluchtweg, zumindest von der einen Seite. Alter, wie wenig lange der Schutz hält, ne? Krass. Oh shit. Oh, warte mal, ist der Typ jetzt weg? Ja, der ist weg, okay, cool. Das heißt, ich kann auch hier hoch. Wo komme ich denn da raus jetzt? Oh! Es gibt eine Wiese in Stratos City? Yo, das heißt, ich kann hier einen Encounter fangen. Wundersaat. Okay. Interessant. Schutz wird nicht mehr, nein, nicht erneuern. Hier an dieser Stelle sollte der Grundstein für Stratos City gelegt worden sein. Okay. Yo, kriege ich ein gutes Pokémon aus Stratos City selbst? Come on. Waumball. Warum sind das Doppel-Encounter? Warte mal, der Typ Fee wurde in der sechsten Generation eingefügt. Was war Waumball in dieser Gen? Beziehungsweise seine Weiterentwicklung? Kann ich hier überhaupt jemanden fangen? Stachelspur, oh Gott, Alter. Aber das Ding outspeedet mich. Warum outspeedet mich dieses Ding? Ich bin, so langsam bin ich nicht. Ich habe einen Terrybark outspeedet mit Würmle. Oh, das hat nicht gereicht. Lil. Okay. Ich kann auf jeden Fall kein Pokémon fangen, wenn ich zwei Gegner habe, ne? Das ist das Problem. Oh, warte mal. Weißt du was? Ich mache das anders. Ich töte mal... Okay, jetzt sind sie halt auf minus 1 Death, ne? Das heißt, Waumball Level 18 wird jetzt wahrscheinlich sterben. Keine Wirkung auf Rumler, lol. Alter, kann das sein, dass sie so schnell sind? Okay, das war ein Crit. Cool. Okay, kann ich das Ding jetzt fangen? Ich glaube ja, oder? Okay, ich kann es fangen. Alright. Waumball. Ich habe schon ein gutes Pflanzen-Pokémon von daher, aber naja, okay. Ich meine, in der sechsten Gen wäre es wenigstens vom Typ Dingens gewesen, Fee. Ne? Aber irgendwie sind sie mit Freunden unterwegs, hängen sie eng aufeinander wie Wolken. Weil sie sich in Gruppen sicherer fühlen. Okay. Wir nennen ihn... Deku? Okay, ich will gar nicht wissen, was es hier noch für Pokémon hätte geben können, weil, wie gesagt, Pflanzen-Pokémon haben wir einfach schon. Wir haben ein super gutes Pflanzen-Pokémon, wir brauchen kein zweites, aber... Yo, in Stratos City selbst, ne? Okay, jetzt kommen gar keine Pokémon mehr. Was hätten wir hier noch bekommen können? Ein Ohr doch. Ja, okay. Ich töte mal das Ohr doch, weil das Ohr doch gibt sau viel EP auf Level 18, Alter. Oh, die Sindelbeere wurde gestohlen. Yo, und das funktioniert also tatsächlich. Hätte ich nicht volle KP gehabt, hätte ich mich geheilt. Ich würde gerne Kleffer weiter leveln. Rechte Hand, tja. Okay, Flammenrad ist physisch. Schauen wir mal, was mehr Damage macht. Flammenrad oder Glut? Oh je. Hat keine Wirkung auf Kleffer. Ja, wir sind beide männlich, mein Freund. Ne, rechte Hand, du kannst gar nichts machen, Alter.
Und beide Attacken machen irgendwie gleich wenig Damage. Yo, Jungs. Das ist einfach nur, ne, EP-Farmen an der Stelle. Wenn ich schon Ordach sehe, warum nicht? So, schauen wir mal. Digga, das gibt 700 EP pro Pokémon. Das heißt, 1400 EP würde es geben. Holy shit. Clever Gegenschlag. Nee, Gegenschlag. Kein Interesse, danke. Alter Schwede. Nice, okay. Oh, doch, hätte es hier gegeben, aber... What? What? Yo! Madame Würmle wird zu Mantrifol! Und somit haben wir unsere erste drittstufige bzw. zweitstufige Entwicklung. Yo! What? Nach einem Level? Ich meine, ja, mir wurde gesagt, dass sich das Ding mit Freundschaft entwickelt, aber dass es jetzt schon so weit ist? Ein 52er Bizeps und 51 Init. Lol, die Fähigkeit wurde wieder auf Hexaplager geändert. Wie witzig ist das denn, Alter? Wir hatten... Der Angriff war auf 35, ne? Jetzt ist er auf 52. Also gleich nochmal 10 höher als hier Terrybark. Alter Schwede. Und wie sind die Verteidigungswerte? Die Verteidigungswerte sind mehr oder weniger geblieben, ne? Einfach Init und der Angriff. Also von der ersten auf die zweite Entwicklung haben sich die Defensivwerte erhöht, weil Kokon und so. Und jetzt hat sich der Angriffs- und der Init-Wert nochmal richtig krass erhöht. Alter! Käferbiss und Rasierblatt werden rasieren. Das sehe ich jetzt schon. Holy shit. Und dann noch die Überreste. Also Madame Würmle ist gerade das MVP. Und natürlich Terrybark, Alter. Und bald bekommen wir vielleicht einen Akani. Oh, unser Team ist schön. Unser Team ist schön, Leute. Ich mag unser Team. Außer die beiden toten Pokémon, die gerade dabei sind. Naja, die sind so ein bisschen unfortunate. Aber in Ordnung. Radfratz hätten wir hier noch haben können. Okay, also ich bin zufrieden mit Waumball. Ich bin wirklich zufrieden mit Waumball. Yo, Madame Würmle. Käferbiss. Natürlich outspeeden wir jetzt nicht, weil in dieser Gen ist Paralyse noch 75% niedriger, ne? Von daher Hyperzahn. Oh, shit. Okay. Madame Würmle, kannst du bitte angreifen? Das wäre super. Ich will einfach nur mal einen Käferbiss raushauen mit dem neu entwickelten Pokémon. Boom! Und das ist einfach weg, das Ding. Krass. Alter, Madame Würmle. Okay, ich gehe jetzt mal heilen, ganz, ganz dringend, weil, ne. Ich will nicht, dass Madame Würmle oder irgendjemand noch was passiert. Chiquita, du leadest den Weg, ne, du knallst alles auf die Seite, was sich uns hier entgegenstellt. So, da, okay, da war die Treppe. Alter, also wir haben ja zwei Folgen fast nur in der Kanalisation verbracht, ne? So, schauen wir mal, die Rückkehr müsste eigentlich auch reichen, ne? Die Freundschaft zwischen, oder die Zuneigung müsste eigentlich auch mega krass sein mittlerweile. Ich meine, wenn sich hier Würmle schon entwickelt, ne? Die hatten wir ungefähr beim selben, ne? Ungefähr um dieselbe Zeit gefangen, das heißt, die Rückkehr dürfte jetzt immer stärker werden. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Alter, wir sind zwar richtig geschwächt in diese Kanalisation rein, aber jetzt dafür auch wieder sehr, sehr stark gestärkt rausgekommen. Was ist denn mein was mit deinem Freund? Der scheint ja ziemlich verärgert. Ist dir in der Kanalisation irgendwas passiert? Und was willst du jetzt machen? Du hast Arti, den Arenaleiter da unten in der Kanalisation getroffen. Vielleicht solltest du ihn in der Arena stellen und herausfinden, wie stark du mittlerweile bist. Okay. Die Frage ist nur, wo ist die Arena? Eine Arena habe ich hier noch gar nicht gesehen. Aber naja, die Stadt ist auch riesig. Okay, als erstes gehen wir heilen, holen uns Waumball. Waumball. Was machen wir mit Waumball, Alter? Ich weiß halt nicht.
Ne, so ein Ohr doch wäre ganz gut gewesen mit Heilung und so weiter, ne? Hätte es Pokémon heilen können. Ey, Leute, wisst ihr, was ich vermisse? Milchgetränk von Miltank. Das habe ich früher so gerne gemacht, meine Pokémon mit Miltank geheilt. Das war so ein cooles Feature. So, True, du gehörst nicht in diese Box. Du gehörst in die hier. Alter, du hast Schwebe durch als Fähigkeit? Okay. Du hast ein mäßiges Wesen. Okay. Ne? Deku scheint nicht so schlecht zu sein. So, jetzt machen wir hier noch kurz den Pokehimmel, ne? Wie in jeder Gen. Waldsteppe. Ich dachte, ich hätte das eigentlich schon gemacht gehabt, aber anscheinend nicht. Deswegen machen wir das jetzt noch. Himmel. So. So. Himmel. Und da müssen wir jetzt leider auch zwei unserer Pokémon ablegen, nämlich Zubat, ein Giftflug-Pokémon, was alle Kampfattacken resistet hätte, und Broccolos, was alle Steinsattacken resistet hätte. Tja, wir haben schon drei Pokémon verloren in dieser Lok und zwei der drei Pokémon in einem Kampf. Das war ja richtig gut, ey. Richtig gut. Dafür haben wir mäßiges Wurmball bekommen, was jetzt nicht der beste Encounter ist, aber es ist auf jeden Fall als das, was es ist, sehr gut, ne? Mäßiges Wesen ist alles, was ich erwarten kann, Freunde. Das ist eigentlich perfekt. Ist eigentlich wirklich perfekt. Wie zum Teufel hast du mich outspeedet? Ich meine, ne? Das Ding hier hatte auch vor der Entwicklung schon über 30 Init. Wie hast du mich in, outspeedet? Du hast ja keinen Strolch, du hast nur Schwebe durch. Naja. Das ist ziemlich gut, weil wenn jemand Delegator setupt oder Schutzschild, weniger, aber ne, ihr wisst Bescheid. Verteidigung ist auf jeden Fall gut. Kann man gegen Bodenattacken einsetzen. Egelsamen, Stachelspore, Megasauger und Baumwollsaat. Was ist das? Die Initiative senkt stark, Egelsamen, Stachelspore. Ja, also Egelsamen und Megasauger sind auf jeden Fall gut, der Rest ist so lala. Aber in Ordnung, wir schauen noch, wie wir das ergänzen können. Unser Team steht auf jeden Fall schon relativ gut. Jetzt werden wir uns noch kurz die Arena suchen, damit wir im nächsten Part dann hoffentlich gegen den Arenaleiter kämpfen können. Ich glaube nicht, dass ich es in diesem Part noch schaffen werde. Okay, Kraftschuh. Kraftschub macht ja Attack und Spez-Attack, ne? Das heißt, für jeden wäre es eigentlich was, aber nur Chiquita kann die Attacke und der kennt sie bereits. Oder sie kennt sie bereits. Rückkehr interessiert niemanden gerade, glaube ich. Außer... Naja, ich meine, Würmle ist auf Max Happiness oder Friends, Friendship. Ich check das eh nicht, Mann. Was ist Zuneigung? Was ist Freundschaft? Was ist... Ne, das sind so verschiedene Sachen, ich verstehe das nie. Will ich die Rückkehr als Fadenschluss? Warte mal, Rasierblatt und Käferbiss werden von Stahl resistet, aber Rückkehr auch. Na? Was resistet Pflanzen und Käfer? Feuer-Pokémon. Und da hätte ich die Rückkehr. Feuer- und Flug-Pokémon. Aber will ich wirklich gegen Feuer- und Flug-Pokémon drinbleiben, weil ich habe eine Vierfachschwäche dagegen. Das heißt, ich würde eh nie drinbleiben wollen. Schwierig. Andererseits, ist Fadenschuss so gut? Ich meine, ich habe relativ schnelle Pokémon. Ne, keins meiner Pokémon ist richtig langsam. Von daher mache ich mal Rückkehr gegen das da. Dann haben wir Raub. Warte mal, wer könnte Raub lernen? Niemand, außer Kleffer, und da kann sie, okay. Zertrümmerer, Giftschock. Ist eine spezielle Attacke. Könnte vielleicht...
Deku, nein, Deku kann es nicht. Blitzstärke. Okay, dann kann niemand mehr eine Attacke lernen. So. Okay, also jetzt müssen wir die Arena suchen, meine Freunde. Und die müsste vielleicht irgendwo hier sein. Was ist denn das? Stratos Atelier. Ist das das bekannte Stratos-Eis? Yo! Kundenschlange, stattdessen lieber Hände spucken und neue Verkaufsstrategien entwickeln. Aber was rede ich? Na, wie wär's mit einem leckeren Eis? 12? Lol. Nee, 1 reicht. 1 reicht auf jeden Fall. What the fuck? Wie bitte? Eine Eisdiele? Dort? Tja, wer hätte das denn vermutet? Und schmeckt es denn wenigstens? Ja, schon. Ja? Jetzt? Okay. Lol. Was war das denn? Muss ich da öfter Eis kaufen gehen, damit die Leute da kommen und dann kriege ich da was, weil ich Werbung gemacht habe oder wie? Sowas in die Richtung kann ich mir vorstellen. Okay, wo war die Arena? Oh, hier waren wieder diese Jungs, ne? Der erschreckt mich wieder. Hier. Erschreckst du mich wieder? Nein, der hat mir nur Blitz geschenkt. Genau, aber hier war nichts sonst, ne? Die Steuerung in dieser Stadt ist ein wenig komisch, da alles halt nicht gerade ist, sondern halt so verwinkelt. Oh, warte mal, ist das die Arena? Nein. Okay. Wo zum Teufel ist die Arena? Oh, hier ist die Arena. Ich weiß noch nicht mal, was es für einen Typ hat. Was es für eine Arena ist. What the fuck? Sind das Spinnweben? Kokons? Du bist gewiss ganz erschöpft davon, die überfüllten Straßen von Stratos City nach Team Plasma und den Arenaleitern zu durchkämmen. Wie? Da möchte ich dir dies geben. Tafelwasser, okay. Lil. In dieser Arena dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles um Kokons. Man begibt sich nämlich in das Innere eines Kokons und folgt den Fäden nach bis oben, bis man Arti gelangt. Das ist eine... Ist es eine Käferarena? Yo, ist es eine Käferarena? Okay. I mean, I see. Deku können wir ja gar nicht gebrauchen, wird weggeknallt, genauso wie Würmle, falls es mal getroffen wird. Chiquita, ja, würde einen guten Job machen, aber Puggy und Kleffer sind hier MVP. Und ich würde behaupten, ich muss jetzt mal Puggy... Ne? Ich muss jetzt mal Puggy nach vorne machen, weil der entwickelt sich, glaube ich, auf Level 17. Oh. Jo, der hat mich hochgesogen. Und da ist der Clown! Oh. Das ist... Es gibt anscheinend mehrere Clowns hier. Diese Arena übt eine ganz merkwürdige Faszination auf mich aus. Auf dich auch? Wir kämpfen hier gegen Clowns. Ist es eine Käferarena? Gegen Clowns? Kasper. Stravikel. Ja, GG easy, Alter. What? Level 22, what? Oh mein Gott, ich glaube, ich bin hier ein bisschen unterlevelt. Wenn ich nicht eine vierfach effektive Attacke hätte. Wow, der outspeedet mich. Das ist ein Tackle von einem Stravikel, Alter. So, oh. Das war vierfach... Das Ding ist Pflanze. Das Ding ist Pflanze-Käfer. Ich bin Feuer. Ich habe Stab. Auf... Na... Nitro-Ladung hat 50 Stärke. Und wie hast du das überlebt? Bist du ein Zauberer? Nein, du bist ein Kasper, Alter. Aber wenigstens outspeede ich jetzt. So, Stravikel geht down. Wie viel EP mir das wohl geben mag? 500. Ja, dann GG. Holy shit. Da sieht man, wie, ne? Wie underleveled ich bin. Noch ein Stravikel. Okay, ja, mir kann es recht sein, ne? Nitro-Ladung. Boom. Können wir jetzt one-shotten oder so? Crit? Vielleicht? Nope. Naja, was will mir Stravikel machen, ne? Fadenschuhe. Ha! Ha! Ich bin immer noch schneller. Ich bin auf plus 3 Init. Yo, also das wird ein Init-Fest für Puggy und Kleffer. Das sage ich euch jetzt schon mal.
Boots, okay. So, gleich nochmal ein Level? Jawoll! Nice. 25 Angriff, okay, wir haben leider ein Minuswesen, das ist schlecht, aber hey, wir entwickeln uns jetzt endlich mit Puggy. Wow, dass sich unser Starter als letztes entwickelt, wir haben schon eine drittstufige oder eine zweitstufige, je nachdem wie man es halt betrachtet, ich nenne sie immer Drittstufe, Entwicklung mit Madame Wurmler. Und jetzt entwickelt sich langsam dieses Ding, Alter. Wow. Verkokel. Dein Puggy wurde zu einem Verkokel. Ja, nice. Okay, gucken wir uns jetzt mal die Stats an. Hat sich das Ding gesteigert? Ich hoffe schon. 35. Not bad. Naja, der Angriff und der Spezialangriff sind einfach miese Brise, ne? Naja, okay. Glut hat 40, du hast 50. Es gleicht sich genau aus, wie bei Arcani. Es ist so dumm. Du hast jetzt mehr Power als Arcani? Beziehungsweise gleich viel? Ne, es gleicht sich aus, weil Flammenrad 10 stärker ist. Es gleicht sich wirklich aus, also Arcani und Kleffer sind gerade mehr oder weniger gleich stark. So, okay. Wow, Leute. Eine Käferarena. Also perfekter könnte es gerade nicht sein für uns. Okay. Ist das eine... Oh. Da kommt ein Clown raus! Aus dem Kokon, Alter. Was machst du da drin? Kaspar Filippo, Wadribi. Okay, Wadribi ist keine Vierfachschwäche. Aber mittlerweile haben wir Verkokel, ne? So, Nitro-Ladung. Oh, du outspeedest mich? Ich resiste vierfach. Oder? Bin ich schon ein Kampftyp? Oder bin ich noch nur ein Feuertyp? Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, Puggy... Puggy immunisiert die... Also, ne, Puggy resistet diese Arena hart. Habe ich schon den Kampftypen dazu bekommen? Ja, ich resiste Käferattacken vierfach, Alter. Quad Resistance. Und ich treffe vierfach effektiv. Holy shit, Alter. Tja, ich glaube, das war's mit euch. Ihr lieben Ganoven aus der Arena. Ich will mich nicht überschätzen oder sie unterschätzen. Ne, aber es sieht wirklich krass gut aus für mich. So, 1000 EP, Alter. So, schön mal auf Level 19. Die KP werden auf jeden Fall... Okay. Die KP eskalieren gerade. Angriff auf... Wow. Smog, eine Giftattacke. Pff, Genauigkeit 70, Stärke 20. Willst du mich verarschen, Alter? Verpiss dich, Smog. So. Filippo wurde besiegt. Alter, Puggy ist gerade richtig stark geworden. Kann ich jetzt hier rein? Oh, ja. Oh, okay. Da hinten ist auch noch ein Clown. Will ich jetzt Vulcano oder... Ja, ich muss auch mal Kleffer leveln, weil Kleffer... Kleffer ist momentan nicht das MVP mehr. Ne, das ändert sich von Folge zu Folge irgendwie. Aber er kann es auf jeden Fall wieder werden. Ne? Sobald wir einen Feuerstein haben... Irgendwo einen Feuerstein finden, besser gesagt... Ne? Strabikel. Und hier ist einfach die optimale Gelegenheit, unsere Pokémon zu leveln. Alter, Level 21. Okay, ich gehe vom Flammenrad. Das reicht, um Strabikel zu one-hitten. Das ist cool. Wer kommt rein? Oh! Ein Stein-Pokémon. Puggy wird nur noch neutral von Steinattacken getroffen, ne? Das ist gut. Das ist ein bisschen doof. Wenn ich rein switchen muss, dann, Ich probier's mal mit Puggy. Ne, wenn er jetzt für einen Felswurf oder so geht. Finte? Lol.
Was für ein Move, Mann. Na gut, ich resiste. Nitro-Ladung. Alter, weißt du, Flammenrad sieht so grützig aus und Nitro-Ladung hat die Ultra-Animation bekommen einfach. Oh, okay. Das hat gar nicht viel gemacht, irgendwie. Aber das Ding hat, glaube ich, auch krasse Defensivwerte, ne? Okay. Calm down, bruh. Limolith. Das dürfte ein bisschen mehr machen. Ja, ganz wenig. Finte. Ha! Du hast nicht mal einen Steinwurf, oder wie? Aber crittet. Okay, also mit einem, ne, mit einem Steinwurf-Crit, da wäre schon Step. Da hätte schon ekelhaft werden können. Was kommt rein? Oh, noch so ein Ding. Okay. Ja gut, ich meine, du könntest jetzt mit der Flugattacke sehr effektiv treffen, ne? Die hättest du Stab sogar noch. Käferbiss. Das wird einfach vierfach resisted, mein Junge. Das war ein Crit, okay. Flammenrad müsste das Game sealen. Stimmt, in dieser Arena kann ich gar keine Beeren verteilen, ansonsten bedient sich mein Gegner mit dem Käferbiss an meinen Beeren. Das wäre nicht so geil, ehrlich gesagt. So. Du bist echt so stark. Nein, ich habe einfach nur Typenvorteil, Digga. Das ist ganz einfach, ne, das Prinzip. Okay. Oh, ich komme nicht hier durch. Wow, ich komme nicht hier durch. Das ist diese Spinnweben. Oh, warte mal. Die gehen anders, ne? Die gehen anders. True, die gehen hier rein. Und wie ist es, wenn ich hier reingehe? Okay, Freunde. Ich würde behaupten, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Denn es ist Zeit, den Part zu beenden. Ich werde jetzt zurückgehen ins Pokémon Center, meine Pokémon heilen. Und mich dann wieder euch anschließen, beziehungsweise ihr schließt euch mir an für einen weiteren Part Pokémon Black and White 2 Nuzlocke Challenge, wenn wir denn dem Arti, dem offensichtlichen Käfer-Arena-Leiter, gegenüberstehen, Freunde. Wir sehen uns. Bye-bye.